Brad, geistreich, Alex Bruder, unschuldig. Alex motiviert, Brads Bruder, Julias Freund, unsicher. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Ich wollte ja. Also, ich hatte keine Zeit. Ich musste arbeiten. Ach, schon gut, schon gut. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also, alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Brad? Du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder. Aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia. Ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Julia begeistert, Conrads Schwester, Alex Freundin, unvorsichtig. Conrad, Julias Bruder, tollkühn, entspannt. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Mädchen hätt's auch getan. Klar, cool. Super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruiniers nicht. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Fliss, ungeduldig. Kapitän der Duke of Milan, mutig. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber
So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Spiele ich jetzt Alex weiter? Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad war sicher, dass es hier ist. Aber naja, wie groß ist die Chance, dass wir die Nadel im Heuhaufen finden? Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt noch mal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Durch die Öffnung können wir rein. Jetzt nichts Besonderes gesehen. Interessant. Hey, hey. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Tja, danke nochmal für die super Ausrüstung. Geht doch nichts über Qualität. Aha. Was? Du weißt schon, dass ich dein bestes Stück nicht mit meinem Konto messen muss, oder? Ich will einfach, dass wir beide gleich viel investieren. In unsere Beziehung. Unser Geld. Wirklich süß, Alex, aber dein Beitrag liegt woanders. Ist doch nur Geld. Macht alles etwas einfacher. Super, dafür ist es da. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist.
Sympathisch. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Erstmal Eigenschaften gucken. Brad. Brad führte mit Alex mit. Alex akzeptierte Brads Folgerung. Conrad, da läuft nichts. War von Fliss enttäuscht. Fliss hat Alex zugestimmt. Julia gefiel es nicht, dass Alex hart zu ihr war. Meine Güte! Die haben alle Probleme. Brad sagte Alex auf seinen Bauch zu hören. Selber, hey. Nee, ich kann nicht mit ihm sprechen. Okay. Felicite Dubois. 3.10.83. Oh, ein bisschen älter wie ich. 1,72, 55 Kilo. Auf Frauen. Der auf der Rückseite angegebene Ausbilder ist bereit, Kurse in der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Gehen wir durch Dive Master Federation. Und gültig ist er auch noch. Nee, irgendwie sieht das überhaupt nicht koscher aus. Sieht alles andere als koscher aus. Ich wollte aber noch mit ihr sprechen. Wetter? Kennst du dich damit aus? Nee. Nicht wirklich. Lass das mal besser in Ruhe. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr mit dir sprechen. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Achso, das war jetzt so eine Vorahnung. Interessant. Was geht? Alles klar? Sorry, das Jungs, Bierchen war dann doch zu viel. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's.
Das Buch will ich noch mal. Weil ich ja nicht gedrückt gelassen habe. Ach, über Salem. Hexen. So, dann wollen wir mal, ne? Verändern sich diese Bilder? Das würde mich mal interessieren. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, 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 immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Nie auf, oder? Du filmst, ich sag, wo es lang geht. Machen wir ein Vorher-Foto. Bald sind wir allein. Also gut, Kinder, ab die Post. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Fliss soll bloß nicht ständig so motzen. Er hat wohl vergessen, wer hier bezahlt. Und das echt großzügig. Da ist Regeln verbiegen doch wohl inklusive. Das ist einfach ein lustiger Grafikfehler gewesen. Na gut, wenn man nicht meckern, ne? War halt nur sehr auffällig. Hoppla, alles gut? Mehr oder weniger? Ich hasse Tauchen. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Ah, wie spiele ich sie? Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Er wird eifrig, hinterlistig, motiviert. Kümmere dich um das Boot, während den anderen tauchen. So, kümmern wir uns ums Boot. Wetter ist gut.
Wetter ist gut. Oh, jetzt könnte ich vielleicht mit Alex herausfinden, dass ich es da reingepackt habe. Das wäre ja witzig. Duke of Milan, 20 Meilen nördlich der Küste. Over. Wir hören. Was können wir tun? Over. Anfrage bezüglich der Richtlinien zu unbekannten Wracks in dieser Gegend. Over. Auf Beschädigung eines Wracks stehen Geld- oder Haftstrafen. Oder auch beides. Over. Verstanden. Danke. Over. Duke of Milan. Duke of Milan. Wollen Sie einen Fund melden? Was ist der Grund der Anfrage? Over. Der volle Bericht kommt, sobald wir anlegen. Over. Nur zur Erinnerung, Sie dürfen kein Wrack ohne offizielle Tauchgenehmigung der Offshore Relics Registry betreten. Over. Kamera ist echt nice. Hat sie das schon gesehen? Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Vielleicht sieht sie irgendwas. Ich meine, sie ist ja vom Fach. Duke an Alex. Duke an Julia. Interessant. Na, Cthulhu, wo bist du? Ich kann nichts sehen. Hey, alles senkrecht? Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop, Bob. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Kapiert. Im Ernst. Ich will mich bloß amüsieren. Hey, Fliss! Da vorne, ein Boot!
Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das ist komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Ran, Leute, wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann, ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler, sagen wir 20. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Vollidiot. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Ich wusste es, dass ich jetzt Julia spiele. Eine Luke, da kommen wir durch. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken, heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft. Ist doch unglaublich. Diese scheiß Vorahnung. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ist vielleicht zu gefährlich. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Was ist hier nur passiert? Ich denke,
Sie wussten um ihr Ende. Was war das? Sehen wir nach. Du zuerst? Billiger Scheiß. Ist das Messer kaputt, ne? Wie das aussieht. Ich hätte mich fast vollgewinkelt. Ist doch schön warm. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Ja, aber er hat sich ja die Kugel gegeben. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Bist du es wollt starten? Julia! Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Aber ich bin eine Frau, ich muss das anfassen, sonst glaube ich es nicht. Der hält was fest? Den hatten wir doch schon. Ist auch nichts mehr. Ich schau mal zurück. Ganz alleine. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, klar will ich dich heiraten. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, erst die Dekompression.
Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte, die Dekompression! Verdammt, stimmt ja. Die Dekompression. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los! Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark? Direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme. Zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit.